du bist ja nun schon ziemlich lange dabei. Man kann ja bei vielen Leuten beobachten, die ähnlich lange oder vielleicht sogar noch länger dabei sind als du, dass die sich musikalisch in andere Richtungen begeben. Max Herre macht jetzt seine zweite Gitarren-, Schlagzeug-, Liedermacher-, Rock-, Pop-, wie auch immer man es nennen will, Platte. Curse versucht sich größer aufzustellen. Jan Delay ist sowieso schon längst abgefahren. Dennis Lisk, also Daniel, hat jetzt was gemacht. Hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, vielleicht mal so dich musikalisch ein bisschen breiter aufzustellen, oder bleibst du dem Rap-Film treu? Ich weiß ganz genau, was du meinst, Alter. Und ich habe auch gewisse Ambitionen dazu. Ich mache auch manchmal irgendwelche Gesangstracks oder so. Es ist aber schwer, weißt du. Ich muss erstmal, ich habe mein Werk noch nicht vollendet, weißt du. Ich muss erstmal so diesen, als MC wieder diesen Status haben, dass es jeder weiß, was Sache ist. Und auch von den Verkaufszahlen natürlich, aber auch natürlich vom Ansehen, dass man überhaupt diesen Move bringen kann, ohne dass es wieder ein übel genommen wird. Und die ganzen Leute, die du jetzt aufgezählt hast, sind ja wirklich schon so Festival-Bands. Und irgendwie da sehe ich mich noch nicht, Alter. Ich muss erstmal noch ein bisschen hier die Scheiße rocken, weißt du. Vielleicht noch irgendwie 5 Singles und 3 Alben später, weißt du. Aber bis dahin, ich habe mich gefunden, weißt du, ich habe meine Richtung. Ich finde sowieso über alledings, weil du hast mich darauf angesprochen, dass manchmal ein Release so war, manchmal so. Trotzdem zieht sich so ein gewisser roter Faden durch. Kannst ja mal alle am Stück hören, wenn du dich das traust. Den Mut habe ich. Und dann wirst du sehen, okay, und das, diese EP war das letztendliche Resultat, auf das es hinauslaufen musste, so, weißt du. Und da musst du auch einfach mal so Knoten platzen und mal diese Stimmung weg ist, dass ich immer, egal wo ich bin, wo Leute, die sich mit Hip-Hop auskennen, sind, dass ich in diesen komischen Style reinkomme, mit mich zu rechtfertigen für irgendwas, weißt du. Dabei habe ich einfach nur gelebt, einfach nur gemacht, was ich wollte. Natürlich habe ich Fehler gemacht, habe aber auch viele gute Sachen, auch für Hip-Hop gemacht, weißt du. Wo ich mir wieder manchmal in den Arsch beiße, ich habe noch nie auf dem Backspin-Cover, weißt du, Juice-Cover, ich werde nicht auf dem Splash gebucht, weißt du. Und manchmal denke ich mir, Alter, ich bin noch relevanter gewesen da und da wie der und der, oder? Alter, ich habe doch mehr deutschen Hip-Hop an den Mainstream gebracht wie der und der, weißt du. Aber ich hatte halt diese gewisse Außenseiterrolle, das war halt irgendwie innen mich nicht zu mögen. Und da war es schwer halt auch für Leute, die irgendwie Redaktionen haben oder die irgendwelche Events haben, da trotzdem zu mir zu halten, obwohl die vielleicht wussten, dass ich eigentlich korrekt war, weißt du? Ja, heutzutage mit Internet kann sich eh keiner mehr verstecken. Alle wissen, wie wer ist, so, weißt du? Ja. Und die wissen halt mittlerweile halt, wer einfach vielleicht ganz korrekt drauf ist und wer vielleicht ein Schwein ist, so, weißt du? Das hat ja alles mit dem Geld nichts zu tun, weißt du? Wenn ich ein vielleicht mehr Arschloch gewesen wäre die ganze Zeit, hätte ich jetzt auch vielleicht viel mehr Kohle, wie ich sonst hätte, so, weißt du, oder wäre ich viel weiter in meiner Karriere, so, weißt du. Aber irgendwie bin ich auch noch so ein, denke ich auch in dem Punkt eigentlich, wie Zavasch damals gedacht hat, ich glaube an eine gewisse Sache, an so ein Ideal, mit meinen Jungs zusammen das zu schaffen. Bei mir war auch immer viel dieses, weil die Leute nicht mehr dran geglaubt haben, es denen doch zu zeigen. Und deswegen, das habe ich auch diese Verrücktheit, die ganze Zeit bis heute German Dream weitergemacht zu haben, weißt du, obwohl mir schon tausend Leute gesagt haben, nee, mach das, das ist doch voll der Unsinn und bla, weißt du. Aber jetzt, wo man das dann gar nicht mehr erwartet, auf einmal kommen dann so kleine Erfolge reingeflattert, so, weißt du, und dann ist das noch, natürlich noch mal viel schöner, so, weißt du. Alles klar, das war das Schlusswort. Yeah. Ich danke dir. Komm, ich hab noch ein paar, Alter, bitte Spitte TV hier bei Backspin TV. Ich sag mal so, ich ging in den Club und fand deinen Arschbombe. Danach ging ich ins Schwimmbad und machte eine Arschbombe. Ich war der, der die Nummer 1 schrieb für Cutterfeld. Wir stürmen mit der Grand Branks dein Video, bis der letzte Cutterfeld, Alter. So sieht's nämlich aus. Kleiner Freestyle nur für euch. Ich hatte so ein paar, die ich heute im Auto überlegt habe, so ein paar gleich aufs Gleiche. Bittesbitte.de könnt ihr auschecken, aber natürlich backspin.tv checken und alles andere, die Informationen gibt's, Alter. 21.08. kommt die, jetzt kommen wir wieder auf die Sachen. Dennis, was sagst du noch dazu, Alter? Hört es euch an. Mein Favorite Track ist Dream. Yeah!